Wo wir gerade von Menschen reden, die Roboter ficken. Kevin Papa Platte hat 5 Minuten lang Clips, die absolute Scheiße sind. Ich würde sagen, da schauen wir mal ganz kurz rein. Let's go. Komm, ich würde Crackspy nicht reinlassen. Ich sag so, wie es ist. Wenn Crackspy vor meiner Tür stehen würde und es wären minus 40 Grad draußen und er würde sagen, bitte lass mich rein, ich erfriere sonst, dann würde ich sagen, nö. Von wo das Oberteil? Von Topman. Pizza ist ganz nice. Aber das hab ich echt selten getragen. Bro, du bist so ein Loser. Du bist so ein Loser. Checkst du? Checkst du? Checkst du das, Bro? Scheiße, ich kann meine Finger nicht richtig koordinieren. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Da. Das. Bro. No joke. Scheiß Kamerablatt. Das ist Drip. Das ist Drip, Alter. Check mal, Bro. What the fuck? Opfer. Aber ich hab's letztes Mal wieder gefunden in meinem Schrank. Ich find's eigentlich ziemlich fresh. Vielleicht nicht unbedingt zu der Hose, aber... Also ich find's eigentlich ziemlich dope. Ich find allgemein, dass so Polohemden voll underrated sind. Das ist echt top, Mann. Oh Mann, Crackspy. So ein fucking guter Joke, holy shit. Crackspy ist so lustig, holy shit. Ich finde, der sollte so TikToks machen für mich. Ach, der beleidigt die ganze Zeit seinen Mod, oder was? Entschuldigung. Crackspy, kannst du bitte deinen Popcorn leiser essen? Danke. Wahrscheinlich ist es cringe, oder Chat? Wisst ihr, was cringe ist? Eure fucking Tweets, wo ihr versucht, lustig zu sein und irgendwie auf 100 Follower zu kommen, Chat. This is fucking cringe. Ah, Kevin, Alter, wirklich, du hast es einfach nicht verdient in Hype, du Wichser. Shut up. Das geht hier raus an Crackspy, by the way. Weil ich glaube, also wir hatten jetzt irgendwie 5 Vlogs. Davon waren, glaube ich, 3 Vlogs in den Trends. Ein Vlog war halt einfach nicht so gut von der Watchtime her. Mhm. Und der andere war in Gaming. Und die alle anderen waren in Unterhaltung. Und okay. Ich glaube, nur, also genau der auf Gaming war, ist nicht in die Trends gekommen. Deswegen glaube ich, dass wenn ich es auf Unterhaltung mache, dass ich dann eher in die Trends komme. Aber ja, der Analytik. Crackspy, shut the fuck up. Crackspy. Guck mal, Karum geht manchmal einfach an. Da hat ein so ein User alle Beleidigungen einfach zusammengesammelt. Junge. Mein PC macht WhatsApp-Web auf und schickt solche Nachrichten. Yo, Crackspy, du hast einen kleinen Pimmel. Pegel, bester Name als DJ Changemeyer. Einfach so an 4 meiner Freunde. Und an Crackspy. Warte mal, das ist auch das Einzige, was es gibt. Aus 1975, aber du lagst falsch um ein Jahr. Cringe. Kann man sich da erlösen, Alter? Ja, also es gibt nur das aus 1975. Das ist für 13 plus. Crackspy muss leider wegschalten. Sad. Wenn ich da einen Sticker reinstecken muss, dann kommt es oft vor, dass ich es nicht auflade. Aber wenn ich halt das so reinstecke, dann kannst du das immer da sein. Also das, was ich. Ich sage dir, was das Problem ist an den Cards. Oben und unten ist Pappe. Wäre nur unten Pappe und oben nicht, dann wäre es besser. Aber so, man startet, man beißt ab und man. Digga, was schaue ich mir hier gerade an? Was schaue ich mir hier gerade an? Hat erstmal das Gefühl, man beißt in so einen Amazon-Karton. Und dann wird's erst nice. Mach halt unten ab. Ist ja wirklich so. Junge, fucking Crackspy, dude. Holy shit. Dieser Mann, so smart. Oh Gott. Stark gespielt, 15er Hit. Der schmeckt auf jeden Fall. Auf die Range packt man bei Fortnite die Shotgun aus, hörte ich. Ja, oh Mann, Gott, nice Hit. Nice Hit, Digga. Stark, stark. Wirklich gut, war gut. Ich bin so fucking bad in dem Game, holy shit. War das Crackspy? Nein, oder? Oh mein Gott. Ah, schade, Digga. Ja, du bist ja auch ultra bad, holy shit. Ja, aber es hat für dich gereicht, Kevin. Du warst echt, no joke, ich wollte gerade sagen, das ist safe ein 10-Jähriger gewesen. Der war richtig schlecht. Du warst voll lieb, no joke. Ist voll lieb, no joke. Seine Jacke, aber deine Kippen. Bro, Junge. Kevin, also das muss man an der Stelle einfach nochmal sagen. Papa Platt hat durchgehend bei diesem Stream geraucht. Der raucht wirklich. Crackspy hat auch irgendwie für die nächsten 4 Wochen Content, Alter. Dicker, er schreibt unter meinem Tweet, yo, ich bin 15:30 Uhr online Pokémon Unboxing. Schreibt er so noch kleine Raucherpause. Okay. Kevin raucht halt wirklich, Leute. Es ist so. Okay, Digga. Okay. Ich hab das halt gesehen. Okay, cool, nice. Stabiles Meme. Holy shit. Rauchst du eigentlich auch im Stream, Bro? Ich rauche nicht, Chat, okay? Das stimmt nicht. Kevin raucht wirklich. Doch, Papa Platte ist Raucher. Hey, lass dich nicht von irgendwelchen Crackspy-Tweets irritieren. Papa Platte raucht. Ich hab's gesehen. Papa Platte raucht. Okay, Crackspy ist ein bisschen verwirrt im Kopf. Der ist auch noch ein bisschen jung. Auf seinem WhatsApp-Profil sieht er aus, als dürfte er noch nicht mal einen Energy-Drink kaufen, ohne Ausweis zu zeigen. Also noch Schuhe. Ich bin 18, du Affe. Imagine, Chat, imagine, wir hätten, lass uns aufhören zu diskutieren, Boys. Alright, smile. Wahrscheinlich bist du Anwalt, Crackspy, oder? Ich weiß nicht, ob ein Anwalt ein Spiegel-Selfie bei WhatsApp als Profilbild hätte. Stark, stark. Kevin, Alter. Das war safe ein Bot, oder? Oder Crackspy, der seinen, weiß ich, Schussbutton nicht gebindet hat, könnte auch sein. Ja, Crackspy, shut up. Lass dir was Neues einfallen. Bro. Danke an die ganzen Leute, die meinen Content klauen und da Mills machen. An der Stelle auch Shoutout an Crackspy, der irgendwie Best-of über mich hochgeladen hat, was mehr Views hat als alle meine Best-ofs, die ich auf meinem Channel hochgeladen habe. Zu Recht.
What the fuck, Bro? Das macht keinen Sinn. Wie? What the fuck? Real Talk, das macht keinen Sinn. 1,2 Millionen Views. Bro, der Typ hat locker 3K damit gemacht. Minimum. So ein Hund. No joke. So frech. 3600. Junge. Bruder, meine Gags sind nicht so bad. Du spielst den Weihnachtsmann mit deinem Monatsbart. Okay. Ey, ihr dürft alle doch schreiben. Ist vollkommen in Ordnung, weil ich kenne euch privat nicht und shit, ja? Crackspy, warum schreibst du doch schon, aber unter jedem Tweet, den ich mache, wird irgendwas mit Kippen, alright? Jeder fucking Tweet wird... Digga, er hasst den wirklich, oder? Irgendwas mit Kippen drunter. Er hasst den einfach. Vor allem, welchen Content klaut ihr? Ja, stimmt schon. Was stimmt schon? Wahrscheinlich sind meine Jobs Dankeschön. Bad, oder? Du bist nicht nur Kevin, sondern auch dein eigener Chat. Holy shit, ich bin auch Crackspy mit den shitty Rauchjokes. Ich check halt nicht, das ist ja kein Joke. Wir sitzen da mit so 5 Geräten, Junge. Glaub mal nicht, dass du da irgendwas bekommst. Bro, es ist so wack. Hab was bekommen, Smile. Hast du wirklich was bekommen, Crackspy, oder ist es nur für die Lulz? Es ist nur um ein paar Lulz. Ich kann es mir nicht mehr anschauen, Leute. Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht mehr anschauen. Ich muss ganz kurz meinen Drip wechseln. Kleinen Moment. Bin sofort wieder da.